Hallo und herzlich willkommen zum neuen Messervideo. Heute mal eine Seltenheit oder Rarität, nämlich das Spyderco Spydercard. Auch gerne genannt das Spydycard mit der Seriennummer oder Artikelnummer C01. Ich denke, dieses ist das erste und wahrscheinlich auch das einzige, über das Spyderco Spydercard in Deutsch. Ja? Also, ich habe noch kein deutsches Review hierüber gesehen. Kommen wir erst mal so ein bisschen auf die Geschichte von diesem Messer oder die Geschichte, die dahinter steht oder danach kam. Gefertigt erstmal aus AUS 6 Stahl, so einem Äquivalent von 440A und so ein extra Kick gibt das der Klinge. Das ist nämlich Vanadium. So, zum Designer, das ist der Eduard Bradischanski. Bekannt ist, dass er ein emigrierter russischer Jude ist, der nach Israel ausgewandert ist, wenn ich mich nicht irre, und war dort bekannt als Waffenschmied und Juwelier und auch als Messerdesigner. Er hat unter anderem hier die Spydercard. Oder Spydycard und das Shabaria, das C59, designt. Getötet wurde Eduard Bradischinski durch die Hamas bei einem Attentat. Identifiziert wurde Eduard Bradischinski durch seine Zähne und dadurch, dass er ein Spydycard dabei hat und das Shabaria. Und am Gürtel noch eins seiner Custom-Messer, denn er war auch Custom-Messer-Macher. So, kleine Geschichte also zum Messermacher und zu dem Messer an sich. Ich muss dazu sagen, das Spyderco Spydercard, das lag gottverdammt nochmal etliche Jahre auf meiner, das ist übrigens das Logo, Eduard Bradischanski. Lag gottverdammt nochmal viele Jahre bei mir auf der Agenda. Ja. Hab sehr oft auf eBay geguckt, ob ich es kriegen kann. Es gibt zwei Versionen davon, einmal mit Serrations, einmal ohne Serrations. Das ohne Serrations will ich auch noch haben. Ich hoffe, ich krieg's noch. Ja, da legt mir viel dran. So wie mir an diesem Messer jetzt viel dran liegt, das ist, habe ich über eBay bekommen, ich glaube 126 Euro inklusive Versand. Wird, glaube ich, seit 2003 nicht mehr produziert. Ja, ich gehe damit äußerst vorsichtig um, weil es halt nicht mehr zu kriegen ist und daher auch eine Rarität ist oder wird, denn ich weiß nicht, wie viele noch im Umlauf sind. Der Verkäufer auf eBay hat mir versichert, dass dieses Messer ungebraucht ist. Und wir haben hier den Karton, die Verpackung. Ja, Spyderco, eine Oldschool Verpackung. Mal gucken. Knives and Accessories, Golden, Colorado, USA. C01 PS für Partial Serrated, also Teilsäge Zahnung. Wie gesagt, ich wünschte, ich würde noch die Version kriegen ohne Sägezahnung oder Teilsägezahnung. Das wäre wirklich klasse. Ich habe in etlichen Reviews über das Spydercard gesehen, dass es einige sagten, das wäre so Last Stitch of Defense, denn wenn dich jemand ausraubt, dann könntest du das im Portemonnaie haben und sagen, ah, ich will nur meinen Personalausweis haben, ja, und ziehst dann die Spydercard. Wie kommt man nur auf so einen Quatsch? Weil dieses Messer ist echt nicht zur Selbstverteidigung gedacht. Es ist ein Design. Klar kannst du dich damit auch selbst verteidigen, aber es ist dafür, glaube ich, nicht so wirklich gemacht worden. Wir haben halt relativ dünnen Griff.
Muss ich jetzt mal nachmessen mit meinem meiner spinnerten Schieblehre. Millimeter. Mann, das war aber auch eine Geburt. Klingstärke 2,20 mm. Ach. Klingenlänge liegen wir bei 6 cm. Ja, seht ihr? Wobei 2,5 auf die glatte Klinge und 3,5 auf die Serrations entfallen. Gesamt haben wir hier eine Länge von 15,5 etwa. Zusammengefaltet liegen wir bei 8,5. So, ihr hört das Quietschen. Tja, wie man sagen würde hier, also Pin Construction Frame Lock, ist für meine Begriffe ganz typisch als Spider-Code zu erkennen. Nicht nur durch das Loch, sondern auch durch die Form hier mit diesem Hugel. Ja, ich mag dieses Design total. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich total in dieses Messer verliebt. Und ich musste es haben, aber ich musste warten. Es gab teilweise Angebote auf eBay, die lagen bei ca. 250, 300 Euro oder Dollar. Und das war es dann halt nicht so für mich. Da war ich ein bisschen knapp am Geld. Und ich esse nicht nur gerne Spaghetti mit Ketchup. Aber jetzt hatte ich Glück und hat es bekommen. Für einige Leute würden sagen, das ist sinnlos oder zwecklos, dieses Messer, weil der Griff ist nicht ergonomisch. Das stimmt, weil hier diese Kanten, die sind schon sehr scharf. Ne? Und wenn du zugreifst, der Pinky, also der kleine Finger, der hat nicht wirklich viel Platz irgendwo. Und die scharfen Kanten hier innen drin, die fangen dann irgendwann mal an, ein bisschen weh zu tun. Aber ich denke auch nicht, dass dieses Messer wirklich als Hard-User gedacht war. Wird es wohl auch nie irgendwie so dafür designt gewesen sein. Da hat der Eduard Bradischanski sich was anderes bei gedacht. Ich denke mal, das war so ein Notfallmesser. Hast du bei dir im Portemonnaie, wenn du mal ein Messer brauchst, weil eben für dies oder das, dann hast du eins. Jetzt nehme ich mir mal Bänklein. Und Bänklein ist schon sehr hart. Zack, durch die Serrations. Nehme jetzt mal einen kleinen Teil der Serrations, seht ihr hier? Zack, durch. Jetzt nehme ich mir beide. Falte die übereinander und gehe nochmal auf den großen Teil der Serrations. Mal gucken. Nee, habe ich nicht genug Grip mit. Tut mir der Seele weh, Bänklein zu zerschneiden. Zack, durch. Ja, nehmen wir das ohne Serrations. Zack, durch. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Zack, durch. Na, hier bei dem nicht. Na gut, das macht auch nichts. Noch mal ein bisschen Papier hier. Ich nehme einfach mal mein meine Moderationskarte. Da seht ihr hier, so schreibt der Bremen. Immer schön in groß. Rumgeschnörkelt, tralala. Das ist meine Handschrift. Wenn ich mal Zeit habe. Allein schon. Ich habe aber auch eine Sauklaue. Manometer. Nehmen wir mal hier. Doppelt gelegtes Papier. Ja. Nur durch die Serrations. Das ist Werksschärfe.
so viele Jahre alt. Nehmen wir mal ohne Serrations. Da legt sich das Papier um. Könnt jetzt auch mal hingehen und sagen, wir machen mal einen Klopapier oder ne, Klopapier-Cut-Test oder weiß ich nicht. Nehmen wir hier Küchenpapier, aber ich sag's euch gleich: Klopapier ist dafür da, um sich den Arsch mit abzuwischen. Das schafft es nicht. Werkschaffe, wie gesagt. Nein, schafft es nicht. Muss es aber auch nicht, dafür war es nie gedacht. Und ja, das war mein Review über das Spyderco Spydercard. Spydecard. Wie gesagt, es gibt das noch ohne Serrations und es gibt auch von Bird eine Version. Das war das Flat Bird. Das hätte ich auch gerne. Ich bin schon ganz hart am Suchen und ich würde mich freuen, wenn ich es kriegen kann. Ein Messer, das bei mir wirklich Emotionen auslöst, weil es eine Geschichte hat, weil es, mag man geteilter Meinung sein, schön ist, nach meiner Meinung nach. Ja? Manchmal liegt die Schönheit nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch in der Hässlichkeit eines Messers, aber das ist kein hässliches Messer, das ist ein schönes Messer und ich hänge dran. Ich habe es jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Wochen, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber mein Herzenswunsch hat sich erfüllt und ich bin stolz wie Bolle drauf. Ich würde es gerne mal solchen Leuten wie dem Goldwäscher schicken oder dem Michael Müller. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen und wie immer gilt, tschüss mal Jod, schwenkt der Hut, tschüss, hör ab und schwenkt die Spider-Card. Ciao, ciao.